Der neue Suzuki Vitara. Mit 4x4 Automat und den modernsten Assistenzsystemen. Mal das OK-Zeichen machen bitte und so kräftig heben. Sehr gut. Okay, mal ganz in den Nacken legen, den Kopf. Ja, mehr kann ich aber nicht. Okay. Die nächsten 6 Wochen werde ich sicher keinen Wettkampf bestreiten können. Ich habe mir dort einen dramatischen Bandscheibenvorfall geholt. Das Ziel wäre natürlich, dass ich vor dem Eidgenössischen noch einen Wettkampf machen kann. Es ist sicher nicht die beste Ausgangslage, eben gerade Wettkampferfahrung, die mir sicher ein bisschen fehlen wird. Wir sind hier im Inselspital in Bern. Wir sind hier, weil ich mich am Nordostschweizer Schwingfest im zweiten Gang Nacken verletzt habe. Am Abend ist es mir gern besser gegangen als am Morgen. Jetzt haben wir Morgen. Es ist auch noch alles ein bisschen schlaff. Die Muskeln sind noch nicht recht warm. Und durch das habe ich eigentlich jetzt schon noch ein bisschen Schmerzen. Im Moment habe ich so ein bisschen im Schulterbereich so ein Kribbeln, genau, wie Sie sehen. Und das, geht es dann auch noch weiter? Nein, nur bis hier. Remo hat sich einen Bandscheibenvorfall zugezogen an der Halswirbelsäule. Einen traumatischen Bandscheibenvorfall, was sehr selten ist, aber bei dem Unfall, den man ja auch in den sozialen Netzwerken zum Teil sehen kann, gut nachvollziehbar, dass sich dort Bandscheibengewebe außerhalb der Bandscheibe Richtung Nerven- und Spinalkanal vorgewölbt hat. Von der knöchernen Situation denken wir nicht an eine Operation. Ja, das ist eine stabile Situation. Aber man sieht, dass dort halt ein Unfall war, dass die Bandscheibe sich zum Teil etwas Richtung Nervenkanal vorgewölbt hat. Bandscheibenvorfall ist nie etwas Gutes, aber das gibt es halt im Sport. Gehören Verletzungen halt einfach auch dazu. Und wichtig ist, dass ich dort das Beste daraus mache, weil das Jahr ist das Eidgenössische, eigentlich das Schwing-Highlight von diesem Jahr. Und durch das, dass ich nicht operieren muss, sollte eigentlich das auch nicht in Gefahr sein. Also Wettkampfsport sollte in jedem Fall 6 Wochen nicht machen. Das ist die akute Heilungszeit. Und das heißt nicht, dass man gar nichts machen kann. Krafttraining ist absolut erlaubt. Jetzt würde ich gerne noch untersuchen, dass man einmal schaut, von oben bis unten. Und dann besprechen wir, wie wir es weitermachen. Also sehr gut. Macht euch das Schmerzen im Arm oder vor allem im Nacken? Vor allem im Nacken, so ein bisschen ausstrahlend, jetzt so. Okay. Der Lache und okay. Gleich die Arme so abspreizen. Moment, ich komme von hinten, sonst. Ihr seid einfach zu kräftig. Zur Seite drücken bitte. Sehr gut. Wunderbar. Die Beweglichkeit ist noch eingeschränkt, was durchaus normal ist. Aber es zeigt sich schon ohne Schmerzmittel eine recht gute Beweglichkeit. Das ist sehr erfreulich. Ich glaube, dass man euch mit einer Infiltration gut helfen kann. Das heisst, es wird eine Spritze geben an dem Ort, wo ich Schmerzen habe. Helfen für den ganzen Heilungsprozess noch etwas zu verschnellern. Das ist nicht gefährlich, oder? Also jede Intervention ist prinzipiell gefährlich, wenn man am Körper irgendwie manipuliert. Aber das Risiko für eine Komplikation, die wichtigste ist eine Infektion, ist so in etwa bei 1%. Ich glaube, eine Spritze im Rücken ist nie ohne. Da wollen wir denken, wie viele Nerven es dort durchgehen. Und darum habe ich einfach noch kurz die Frage, ob es kein Problem sei, wenn sie hier eine Spritze in den Nacken machen. Ich bin optimistisch, dass er bis zum Eidgenössischen Schwingfest wieder fit ist. Er bringt die körperliche Fitness mit, die Physik, die Voraussetzungen und wir unterstützen und tun alles, um ihn wieder fit zu bekommen. Da gehören wir. Absolut. Und toi, toi, toi. Ja, danke schön. Ich gehe jetzt heim mit einem sehr positiven Gefühl. Er hat selber gesagt, dass ich meine Ecken besser bewegen kann. Wie langst du dich jetzt ab oder wie schaust du, dass du dich erholst? Ja, nebst der Osteopathie und der medizinischen Massage bin ich auch sonst sehr engagiert, über viel unterwegs und habe gemerkt, dass mir die Natur sehr gut tut. Ich bin jetzt gerade unterwegs für eine Talstation an der Lenk. Hier freue ich mich sehr, dass ich das machen kann. Mein Wanderplausch, wo einige Unterstützer von mir kommen. Und ich bin sehr gespannt, wer da alles wird auftauchen. Hoi, Remo, ciao, Remo.
Freut mich. Ja. Hallo zusammen. Hoi. Ciao. Schön, bist du dabei? Oder hat es geklappt? Schön, seid ihr dabei? Ich wollte gerade einen Rucksack passen. Ja. Kannst du so viel nehmen, wie du willst. So viel wie man trinken einfach. Der Rest ist ein Produkt aus dem Aldi bis dorthin. Ich könnte es anders sein. Und nachher noch ein Sandwich vom Dorfbäck. Manchmal gibt es noch Spritzen, weißt du? Oh. Ja. Infiltration. Sicher da schön so. Ja, und jetzt sind wir, glaube ich, vor rein. Ach, was schlimmer. Oh mein und Gott, du Zahnarzt, weißt schon, oder? Die Nadel ist so infiltrieren. Ja, die ist ja schon nicht. Ich meine, schon Blutspenden ist mit so einer Kanülenlösung, aber Infiltration ist recht raus. Ja, kommt gut drin. Ja, sicher. So nicht viel. Genau. Ja. Es soll ein gemütlicher Anlass sein jetzt hier. Es hat sehr viele coole Leute dabei. Also, ich habe selber keinen Fanclub. Und das ist vielleicht, dass ich meinen Unterstützer etwas zurückgeben kann. Dann haben wir jetzt so eine Wanderung organisiert. Und ja, es fängt, das macht Spass. Ich finde ihn ganz mega guter Typ. Wir folgen einfach sehr gerne. Sie sind wirklich Fan. Er hat sich so gefreut, dass wir diesen Wettbewerb dürfen gewinnen. Er ist grösser, als dass er im Fernsehen scheint. Habe ich das Gefühl gehabt. Er hat unterhalb Muskelmasse. Es ist immer wieder schön, ihm zuzuhören. Und natürlich jetzt ganz aktuell, wie es ihm geht, wegen dem Nacken. Und ich bin froh, geht es ihm besser. Und ich hoffe, er mag möglichst bald wieder schwingen. Schau mal die Aussicht an. Ich bin gerne in der Natur draussen. Es ist gute Luft oben. Mit meiner Verletzung geht es bis jetzt ohne Probleme. Sicher ein bisschen Energie tanken hier. Ja, jetzt geht es ja nicht mehr lange. Das ist ein eidgenössischer Zug. Wie tust du dich jetzt darauf vorbereiten? Also, was ist jetzt speziell im Vergleich zu anderen Jahren? Also, sicher ein bisschen anders. Es ist eine Verletzung, die dazwischen ist. Ich muss sicher dort schauen, dass das möglichst schnell wieder gut kommt. Und dass ich voll arbeiten kann, im Krafttraining wie im Schwingtraining. Dass ich bald möglich wieder schwingen kann. Mit dem Ziel, vielleicht vorher noch das Berner Kantonale zu machen. Also ich fand es super, dass er heute hier war, mit uns mitwandern trotz seiner Verletzung. Ich fand es mega cool, dass man jetzt mal den Demo Käser kennengelernt hat, weil ich immer noch so viel von ihm gehört und Fotos gesehen habe. Es hat mega gefällt und es ist cool, haben wir hier eine coole Truppe. Und das Wetter hat auch so super mitgemacht und der Demo ist schön sympathisch. Und es ist ein gelungener Tag für mich.